Station Carburant. Oh. Naja. Ich muss auf jeden Fall einen besseren Treibstoffsammler reinbauen, glaube ich. Ah, das kann lustig werden jetzt. Ach ja, eine Sache muss ich an der Stelle erwähnen. Lieben Dank an all die YouTube-Kommentare bezüglich dem Abbauen. Und zwar gab es echt viele Tipps. Zum einen, dass beispielsweise die Asteroiden richtig, 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 richtig gelb sein müssen, damit ich sie abbauen kann. Also damit das sinnvoll ist. Und man sieht wohl, das muss ich nochmal genauer gucken, aber man sieht wohl tatsächlich, wenn ich den scanne und die richtig gelb sind, haben die offensichtlich eine schwarze Gitterstruktur. Und anhand von dem kann ich dann erkennen, ob, sag ich mal, ob ich da den sprengen kann, Asteroiden zum einen. Und zum anderen ist es so, was ich falsch gemacht habe, ist, man hat ja diese, ich sag mal, diese Punkte, mit denen man letzten Endes, die Sprengladungen setze ich ja an, auf den Asteroiden, um ihn zu sprengen. Und oben rechts ist immer so ein Punkt, wo man sieht, wo man gerade ist. Ich darf nur so viele Sprengladungen platzieren, bis das Teil im Blauen ist. Sobald ich in der blauen Linie bin, oben rechts, also in diesem Frequenzbereich dann, sobald der blau ist, fliegt der Asteroid in die Luft. Was in dem Sinne dann aber bedeutet, dass ich oftmals... Toll. Wow, Alter, das mit dem Schiff machen ist gar nicht mehr so einfach. Und was das Tolle ist, ich habe das falsch gemacht die ganze Zeit. Genau das ist der Grund, warum ich Waffen drin haben wollte und einen Fighter-Hangar. Weil natürlich werden mich Piraten rausziehen. Okay, das kann jetzt ein Weilchen dauern. So, okay. Das ist Punkt 1. Das heißt, wenn ich da im blauen Bereich bin, dann fliegt der Asteroid sofort in die Luft. Und sobald ich aber im roten Bereich bin, ist es schon ineffizient. Weil, sobald ich im roten Bereich bin, kriege ich nur noch 30% des eigentlichen Ertrages. Das heißt, da muss ich ein bisschen besser drauf aufpassen. Vielen Dank dafür, für die positiven Hinweise. Vielen lieben Dank. Hat wirklich, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir sehr geholfen. Nein, ich bin ein Idiot. Ich habe was vergessen. Ich bin ein Depp vor dem Herrn. Ich habe was vergessen. Nein! Ich habe die Scanner nicht angebaut. Ich habe die Scanner nicht eingebaut. Ich muss natürlich... Mir fehlen die Analysewerkzeuge, drum sehe ich... Ich habe mich gerade gewundert, warum sehe ich denn nicht, wo die Abbaudinger sind. Aber ich habe die ganzen Scanner nicht eingebaut, dass ich das System auch scannen kann. Da habe ich nicht dran gedacht. Die sind ja standardmäßig nicht drin. Die muss ich ja manuell einbauen. Ah! Gut, dann fliegt wohl noch einiges weg. An Komponenten. Muss ein bisschen was umschlichten. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Das ist bescheuert.
So, ich hoffe, das geht. Okay, der Tank füllt sich nur langsam. Oh. Also mit dem Schiff wirklich zu tanken, mit dem Treibstoffsammler aktuell, ist nicht so prickelnd. Aber das muss ich deutlich cleverer machen. Ich hab den Detail-Oberflächenscan und alles habe ich vergessen. Bitte schenken Sie unserem Bordpersonal im Rahmen eines Sicherheitsbriefings kurz Ihre Aufmerksamkeit. Jo. Ist halt auch geil, ne? Du könntest halt auch so ein riesiges Schiff nehmen und könntest halt wirklich Passagierbuchten ohne Ende reinbauen. Und hast so ein riesiges gepanzertes Schiff dann, was dich von A nach B bringt. Da kannst du einen richtigen... Also mit dem Type 9 Heavy kannst du wirklich auch so einen richtigen Flüchtlingstransporter zum Beispiel machen. Wenn du so eine Station hast, machst du einfach voll. Holst alle Leute runter, die irgendwie gehen, und schipperst einfach alles weg. Wobei ich nicht frage... Wobei ich weiß gar nicht, ob das geht. Weil ich nicht weiß, ob du auf den Rettungsschiff mit so einem großen Schiff, ob du da docken kannst. Wir verwenden das System in den kommenden Stunden... Was? Wir werden das System in den kommenden Stunden nicht verlassen. Vielleicht möchten Sie unser Unterhaltungsprogramm an Bord nutzen. Wieso muss ich gerade an Quark aus Deep Space Nine denken? Der mir versucht, die Holosuiten zu verkaufen. Ach ja. Jetzt wollte ich einfach kurz schnell das abbauen... Üben mit dem Schiff, beziehungsweise gucken, wie gut das damit geht. Ja, hat gut funktioniert. Kann ich gleich das Landen üben mit dem Schiff? Das wird schön. Also wie gesagt, wenn wir ein bisschen Farming betrieben haben und einiges an Materialien gefunden haben, werden wir auf... jeden Fall in dem Zuge hergehen und und das Schiff weiter upgraden. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Geld, weil jetzt haben wir gar kein Geld mehr eigentlich. Die Triebwerke müsste ich noch optimieren tatsächlich, aber das kostet alleine 50 Millionen und ich hätte gerne ein bisschen Geld, dass, wenn mir das Schiff in die Luft fliegt, dass ich die Versicherungsprämie zahlen kann. Das ist mir relativ witzig. Wenn ich den Boost aktiviere, hört sich so an, als würde das Schiff pupsen. So ein Verbündeter ist hier stets gern gesehen. Landeerlaubnis gewährt. Dankeschön. Ich brauche gerade noch ein bisschen. Das hört sich echt gar nicht so... Als würdest du gerade einen Warp-Sprung machen. Das wird jetzt ein Fest, mit dem Schiff zu landen. Das ist so mega schwerfällig. Lustigerweise fliegt es aber trotzdem angenehmer als die Anaconda. Ich hoffe mal, das funktioniert. Das Tolle ist, das Schiff bremst von selber runter. Das ist so schwer, dass das Schiff wirklich selber runterbremst. Boah, Alter. Was habe ich für ein Pad? 39. Ups. Alter. Warning. Engage landing gear. Erstmal richtig positionieren. So. Okay. Es geht doch ganz gut, mit dem Schiff zu landen. Oder so einigermaßen gut zumindest. So. Ausrüstung. So, ich trinke mal einen Schluck. Dauert eh ein Weilchen, bis das hier lädt. Ich bin echt ein Depp. Ich habe das echt vergessen zu kaufen. So. Ja, Ladebildschirm, hallo. So. Intern, optional. Jetzt muss ich mal gucken. Ha, 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 ha. Ha? Viel habe ich gar nicht, was ich wegschmeißen kann, tatsächlich.
Abbordaufklärungsturm Fighter Hangars, Frachter Oberflächenscanner. Fortschrittliche Himmelskörper-Scanner bei der Erkundung zum Einsatz kommen, kann Sonden abschießen, die wichtigen Informationen über Planeten und Himmelskörper liefern, kann nur im Supercruise eingesetzt werden, funktioniert nur im Analysemodus. Okay. Ist ein bisschen arg Overkill, muss ich sagen. Dass ich einen Stufe 5 Slot für den Detail-Oberflächenscanner verbrate. Warte mal, ich mach das anders. Treibstoffsammler, wo ist er? Hier, Treibstoffsammler. Klack! 4A. Okay. Gut, also wir optimieren das alles noch dahingehend. Jetzt nehmen wir erstmal mit dem Oberflächenscanner hier. Detail-Oberflächenscanner. Zack. Jetzt haben wir das. Dann haben wir das zumindest mal. Mal gucken, wie wir das Ganze dann sauber optimieren dann noch künftig. Jetzt müsste ich alles haben, oder Jeremy? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Aber jetzt müsste ich eigentlich alles haben, was ich brauche. Werkzeugsteckplätze, die sind voll. Intern Basis, das passt auch. Wie gesagt, das upgraden wir eh alles noch. Weiter. Intern optional. Jetzt gucken wir eben auf den 7er Platz. Treibstofftransfer, Schildgeneratoren, Treibstoffsammler, Sammeldrohne, Raumumfülle, Passagierkaplaneten, Anflug, Modulverstärkung, Oberflächenscanner. Doch, das müsste passen. Jetzt müsste ich alles haben. So. Das heißt, wir brauchen jetzt Feuergruppen. Jetzt müsste nämlich noch was fehlen. Genau, der Detail-Oberflächenscanner fehlt hier nämlich noch. Klack! Jetzt haben wir alles. So. Oh, ich hasse es so wie die Pest, dieses Menü. So. Das ist wirklich die letzte, also die galaktische Karte ist wirklich die letzte Pest. Also ich hoffe mal, dass die das irgendwann mal fixen. Wow. Oh Gott sei Dank. So, ich bleibe mal in die Triebwerke, sonst dauert es ein bisschen. So, jetzt aber. Jetzt können wir da ordentlich hindüsen. Assistance de vol activée. Ordentlich die Nachbrenner aktivieren hier. Ja, tanken können übrigens noch. Habe ich vergessen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Treibstoffsammler optimiert. Das heißt, da dürfen wir jetzt ein bisschen mehr Input reinkriegen. Was gar nicht mal so blöd ist. So, jetzt müssten wir auch die Alexandrit und Void Opal vorkommen. Müssten wir jetzt auch wieder effektiv sehen. So. Das Auftanken müsste auch deutlich entspannter gehen. So. Also geht es aber trotzdem verhältnismäßig noch relativ langsam. Bei der Enna geht es ein bisschen schneller. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mega...
dass es mega bescheuert ist. So, okay, gucken wir mal. Ha. Moment, ich muss hier Hard-Switch. Kampfmodus. Zack, Analysemodus. So, Erzsuche, Sammler. Also wir haben ein bisschen was. Also alles sollte theoretisch jetzt deutlich schneller gehen. Scanner, Zusatzscanner, Impulswelle, Erzsuche, Sammler, seismischer Lader. Okay, haben wir bloß 72. Vielleicht können wir da noch einen größeren reinbauen. Abrasionslaser ist wieder was anderes. Abbaulaser. Ach nee, warte mal, der rechte war das jetzt. Genau, der rechte war das, wo ich dann... Okay. Check. Mit dem rechten habe ich dann das Dingens, wo ich drauf schieße. So, schauen wir mal. So, da haben wir es doch Niedertemperatur. Niedertemperatur, Niedertemperatur. Leeren Opal-Hotspot, also doch. Oh, verdammt, vorbeigeflogen. Jetzt war ich so mit dem Gucken beschäftigt, dass ich an dem, dass ich dran vorbeigeflogen bin. Sehr schön. Finde ich gut. So. Leeren Opal-Hotspot. Ich frage mal in die Community, ne, in die Runde rein. Mache ich das eigentlich richtig? Dass ich da einfach so direkt reinfliege mit voller Geschwindigkeit, dann der Notstopp kommt? Oder gibt es da irgendeine elegantere Lösung? Weil ich düste immer mit voller Kapazität ja rein. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Keine Ahnung. Ich habe das noch nicht so ganz gecheckt. Also ansonsten gibt es hier leeren Opal-mäßig nichts. Es gibt bloß den hier. So, und da düsen wir jetzt mal drauf zu. Und es war noch ein Tipp. Es hieß, dass es außerhalb der Dingens, also außerhalb des Rings, die Konzentrationen deutlich höher sind von dem, was man sucht, als innerhalb. Weil ich kann hier nicht rausspringen. Wenn ich aber jetzt bei 10 Millionen Kilometern rausspringe, bin ich 10 Millionen Kilometer entfernt. Und wenn ich jetzt so wie jetzt einfach darauf zudüse, also so, dann springt das jetzt irgendwann um, klack, und dann knall ich hier drauf mit Notstopp. Das kann doch aber nicht gesund sein, oder? Okay. Hier ist irgendwie gerade gar nichts, kann das sein? So, schau mal. Ich glaube, mit ihnen hier auf die Triebwerke, sonst wird das echt ein bisschen langwieriger. Ach ja, und eine Sache mache ich übrigens. Okay, Commander. Initiating SLF deployment. Ich schicke sie gleich raus. Fighter is online. I'm ready when you are. So. Affirmative. Scanning for threats, Commander.
So, heißt, wenn wir jetzt angegriffen werden, ist der Fighter zumindest gleich draußen. Oh Gott, ich muss unbedingt die Triebwerke aktualisieren. Das ist mit diesem Riesenschiff ist das doch etwas umständlich. So, der sieht theoretisch gelb aus. Ich weiß nicht vom Raster her, ob das jetzt so schwarz sein soll. Ich habe keine Ahnung, ob das so einer ist. Ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Ich muss nur eben mal die Scheinwerfer aktivieren. Wow. Aber der hat keine Risse, wenn ich das richtig sehe. Der hat keine Risse. Drohnenprospekteur aktiv. Analyse de l'astéroïde terminée. Ah, okay, wenn ich das so auswähle. Das war's. Zeit zum Abhauen. Okay. Okay, das ist lästig. So. Okay, mit dem Schiff, es ist, es dauert ein bisschen länger, bis man von A nach B kommt. Ich leite mal die Energie um. Die Schwierigkeit ist halt tatsächlich genau zu erkennen, wie, wie gelb so Asteroiden sind. Das ist halt wirklich das, der größte Knackpunkt. Jetzt haben wir da oben zwei zum Beispiel. Ich weiß aber tatsächlich nicht. Es ist echt schwer zu sehen. Theoretisch würde ich sagen, dass der hier links jetzt, den wir hier haben, der hat nichts. Absolut theoretisch hat der nichts, aber der rechts da unten, der könnte gelb genug sein. Also der da rechts unten, jetzt da im Eck. Weil die so schwarz geriffelte Dinger gerade hat bei dem Scannen. Hattet ihr das auf YouTube gemeint, dass der so kurz zusammengebaut wird? Hattet ihr das gemeint? Oh oh. Oh oh. Da sehe ich eigentlich auch nichts. Also der hat keine Risse, ich sehe es nicht. Aber wir haben genügend Drohnen. Genau, so, was ist, besteht der? Kristalle, Methanol, verbleibende Mineralien. Okay, dann können wir im Abbaulaser theoretisch abbauen, aber nö, machen wir nicht. Okay, ich musste mit irgendwas überlegen, wie ich das schneller durchswitche, durch die Menüpunkte. So. Der war das. Der sah so mega gelb noch aus. Weil auch die Frage ist, ne? Er ist halt, gelb ist er auch nicht wirklich. Der ist halt auch zu dunkel eigentlich, also der beinhaltet auch nichts. Ja, nee, der beinhaltet nichts. Oh! Die Schilder halten übrigens nicht so viel aus, möchte ich betonen.
Ich dachte, dass die Schilde von dem Schiff deutlich besser sind. Nein, sind sie nicht. Das ist nicht so gut. Weil die Schilde waren gerade sehr schnell, sehr weit unten. Nämlich ein ganzer Ring war da weg. Da müssen wir ein bisschen was optimieren. Seit wann haben denn diese Felder so einen Nebel? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, Jeremy. Was waren den letzten Aufnahmen? War das schon so? Dass das hier so neblig war. Das schaut voll creepy aus. Das hast du auch beispielsweise, wenn du so einen Asteroiden sprengst, dann hast du auch mal so einen Eisnebel dann. Okay, der hat auch nichts. Der ist zu hell. Also zu, was heißt zu hell? Der ist zu dunkel dann, der im linken Eck und viel zu groß. Glaube ich. Da dürfte nix sein. Genau, da ist nix. Das ist echt schwer, weil ich habe das echt noch nicht zu 100%ig raus, wann das dann passt. Ich frage mich übrigens eine Sache, ne? Wenn ich so einen Asteroiden sprenge, was passiert mit dem Fighter? Ich glaube, den zerfetzt doch einfach sofort, oder? Und bist du zufrieden mit deinem Schiff? Es ist tatsächlich, muss ich sagen, es hat zwar unfassbar viel Platz und alles, aber es fliegt sich doch ein bisschen schwerfällig. Das müssen wir echt noch ein bisschen upgraden. Also da fehlt noch ein bisschen was. Also gerade so Triebwerke und Manövrierfähigkeit lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ansonsten geht's eigentlich. Aber ich habe noch nicht viel gemacht damit. Von daher... Also es fliegt sich halt wie ein 38-Tonne, was gar nicht mal so falsch ist, weil es ist ein 38-Tonne. So, Warp-Sprung einleiten. Das mit dem Lichteffekt ist hier gerade cool. Also der dürfte auch nichts beinhalten. Der ist nicht gelb genug, der ist mehr rötlich-orange. Jo, da ist nix, habe ich mir gedacht. Das ist gar nicht so einfach, hier irgendwas zu finden jetzt. Vor allem, wie gesagt, das einzige Problem, was ich immer noch habe, ist, genau zu erkennen, wann jetzt so ein Asteroid richtig knallgelb ist. Das Spektrum dafür ist nämlich relativ, ja, also das ist wirklich echt marginal. Weil der könnte theoretisch, ist aber glaube ich auch wieder zu rot. Das heißt, der muss sich wirklich wie so eine Sonne eigentlich blenden. Und bei dem bin ich mir nicht sicher. Nee, auch nicht. Der hat keine Risse. Nee, hat er nicht. So. So, da hinten haben wir wieder einen, der so knallgelb leuchtet wie eine Sonne. Weil die ganz gelben stechen halt auch komplett hervor. So wie der jetzt zum Beispiel und der rechts unten. Wobei der jetzt hier deutlich heller leuchtet als der da rechts unten. Das heißt, theoretisch könnte es sein, dass der hier was beinhaltet, weil der wirklich wie so eine Sonne leuchtet gerade. Aber... Pff.